Markus Thüram zu Inter, Grilic doch nicht zu Milan und mit We Are Football zur Meisterschaft. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Nach dem Abgang von Romelu Lukaku und der Verpflichtung von Edin Dzeko hat man bei Milan festgestellt, die sind ja gar nicht gleich gut. Nein, sowas nicht, aber Milan ist weiterhin auf der Suche nach einem oder zwei Offensivspielern. Edin Dzeko mit 35 Jahren, ja auch in einem Alter, wo man vielleicht sagen könnte, weiß nicht, ob ich mich eine ganze Saison in drei Wettbewerben auf ihn verlassen kann. Einer der Kandidaten, die auf dem Zettel stehen sollen, ist Markus Thüram. Wie kam das jetzt zustande? Tja, Mino Raiola, ne? Der ist natürlich auch Berater von Denzel Dumfries, der ist ja zu Inter Mailand gewechselt. Und im Zuge dessen hat man einfach mal gesagt, hier, du hast doch auch den Thüram, wie sieht's denn bei dem aus? Und wie sieht's da aus? Thüram soll Gladbach mitgeteilt haben, dass er eigentlich diese Saison Champions League spielen will. Das wird bei den Fohlen sehr, sehr schwierig. Und deshalb könnte ein Transfer zu Inter interessant werden. Die Klausel, die er diesen Sommer hatte, ist abgelaufen. Um die jetzt zu triggern, ist es zu spät. Nächsten Sommer steigt die an auf 45 Millionen. Das heißt, wenn man sich überraschenderweise noch diesen Sommer irgendwie einigen sollte, dann doch mindestens um die 40 Millionen. Der Wechsel von Florian Grillitsch zum AC Mailand, der war eigentlich gestern, zumindest dachten wir das, so gut wie durch. Spieler und Milan sollen sich einig sein, das gilt als ziemlich sicher. Doch die Ablöse bleibt der große Knackpunkt. Die TSG soll heute früh ein erstes Angebot abgelehnt haben und das lag bei ungefähr 9 Millionen Euro. Hoffenheim denkt eher so über 15 nach. Aha, hervorragende Überschrift, vielen Dank. Thilo Kehrer, PSG, haben wir jetzt schon ein paar Mal die Situation dargelegt, jeder weiß, wie es aussieht. Laut französischen Medien ist die Verhandlung zwischen dem FC Bayern und Thilo Kehrer einen ordentlichen Schritt vorangegangen. Und wie gesagt, französische Medien berichten, Kehrer und der FC Bayern sollen sich auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Deutsche Medien bestätigen das bis jetzt nicht. Sicher ist nur, Bayern bietet nicht die 20 Millionen, die PSG sich vorstellt. Auf der anderen Seite, da wird man sich vielleicht auch einigen können. Und Frage an euch ist, das der richtige Mann? Denn diesen Spielertyp, Innenverteidiger slash Rechtsverteidiger, den hat man jetzt schon das ein oder andere Mal im Kader. Ich glaube, beim 25-jährigen Thilo Kehrer macht man nichts verkehrt, wenn man ihn für ja doch ein ordentliches Stück unter 20 Millionen bekommt. Aber ab 20 ist es vielleicht ein bisschen teuer. Ja Leute, bei dieser News ist die grafische Limitierung hier unten mein größter Feind. Denn eigentlich wollten wir sowas machen wie Will Wekos weg aus Wolfsburg, Will Waldschmidt Wekos ersetzen, ihr wisst schon, ne? Sowas in die Richtung. Hat nicht reingepasst und deshalb einfach nur Waldschmidt nach Wolfsburg. Ja, Luca Waldschmidt soll sich in Verhandlungen mit dem VfL befinden und zwar über einen sofortigen Transfer. Der Mann ist ja erst im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro zu Benfica gewechselt, hat eine ordentliche Saison gespielt bis zu seiner Covid-Erkrankung und ist auch in diese Saison ganz ordentlich reingekommen. Beziehungsweise bis gestern, denn in der Champions League Quali saß er überraschenderweise nur auf der Bank. Waldschmidt ist natürlich ein Spielertyp, neben Wekos kann man sich das nicht so hundertprozentig vorstellen oder ich zumindest gerade nicht. Und die große Frage ist, würde das mit einem Wekos-Abgang in Verbindung stehen? Mein Tipp wäre ja. Ja, als Wiesbadener kennt man eigentlich nur Verfahren in Mainz oder Verfahren nach Mainz. Oh Gott. Mainz 05, RB besiegt, danach mit den Fans gefeiert. Schöne Sache, blöde Situation, weil die halbe Mainzer Mannschaft Covid-mäßig in Quarantäne war. Und deshalb gibt es nur ein Verfahren gegen die Mainzer, wo ermittelt werden soll, ob dafür eine Bestrafung durchgeführt werden muss oder nicht. Und dann Leute, nicht vergessen, We Are Football, der erste Fußballmanager, der Frauenfußball gleichwertig darstellt. Und wir haben euch ja in den letzten Wochen schon ein bisschen was darüber erzählt. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung ab, um We Are Football zu zocken. Nachher haben wir noch Sektionsradioverbot mit der Hansus. Und auch da haben wir über Fußballmanagerspiele aller Art gesprochen. Bis dahin, macht's gut.